Welcome to Rockets Fan TV. Rockets Fan TV wird euch präsentiert von N3W. www.n3w.de. Ja, herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Spiel der EG Dietz Limburg gegen Krefeld. Endstand 9:2 für die Rockets. Wie immer von Beginn an, zu Beginn das Statement des Gästetrainers, Emma Schmitz. Wie haben Sie das Spiel gesehen? Ja, aus unserer Sicht natürlich sehr schlecht. Erstmal Glückwunsch, Jeffrey, zum Sieg an sein Team, wo heute auch sehr, sehr viele junge Leute drin waren. Das freut mich natürlich zu sehen, finde ich gut. Gutes Statement in die Liga auch. Wir hatten heute auch einen kleinen Kader, davon zu viele Spieler dabei, die heute keine Oberliga-taugliche Leistung geboten haben. Und so geht der Sieg in der Höhe auch voll in Ordnung. Dankeschön. Jeffrey, your statement to the game. I'm happy the way we responded after Friday. I think Friday was a tough loss for us. It's good to see that we picked it up today. In the beginning was a bit rusty, but we got more and more time to do with the puck, especially offensively. I think all three lines did a good job today. It's good to see the young guys got some points on the board. I think Nico got 3 points tonight, and also on defense, Laura and Jan, they played a good game. It's good to see those guys are making steps, and that's looking good for the future. So after all, I'm really happy with the result. Yeah. Er ist froh über das Statement oder über das Spiel heute nach dem Spiel am Freitag, was nicht einfach war. War nicht einfach reinzukommen, haben aber dann ein gutes Spiel gemacht über 3 Reihen hinweg. Gerade die jungen Leute, die hebt er hervor, wo man jetzt auch sieht, dass sie einen Schritt weiter machen, immer wieder Steps machen und da auch sich eingetragen haben. Jan hat er zum Beispiel genommen oder Nico als Beispiele genannt. Viele junge Spieler, die sich heute in die Torschützenliste eingetragen haben. Und das macht halt auch wirklich für die Zukunft doch ein gutes Gefühl. Noch eine zweite Frage an Emma Schmitz. Bei euch haben einige gefehlt. Markovic, Luca Hauf. Für euch schwer natürlich zu kompensieren. Fallen sie noch länger aus oder wie geht es bei euch weiter? Kannst du wieder auf die Jungs jetzt demnächst zugreifen? Weil das sind ja natürlich auch noch Spiele jetzt vor Weihnachten und der Spielplan ist jetzt eng. Es geht Schlag auf Schlag im 2-3-Tages-Rhythmus. Ja, das ist bei uns natürlich Fluch und Segen. Der Markovic war bei der U20-WM für Slowenien. Der kommt jetzt morgen wieder dann. Dafür geht Hauf jetzt zur deutschen Nationalmannschaft mit der U18 weg. Der wird uns dann bis ins neue Jahr fehlen. Bauermeister und Finger gebrochen in Halle. So, das sind schon wichtige Spieler. Und wir waren heute mit dem Fox dann auch wieder mit dem U17-Spieler unterwegs. Da ist gut zu sehen. Aber wie gesagt, fehlen natürlich irgendwo auch die Alternativen, um Dinge zu kompensieren oder auch den einen oder anderen dann auch mal rauszunehmen. Aber so ist halt, zur Not rutschen halt U20-Spieler wieder nach und dann geht's weiter. Dankeschön. Gerade noch so ein Gedanke von mir. Ich finde es wunderbar, wie ihr das macht, wirklich den jungen Leuten die Eiszeit zu geben, wie du es auch eben angesprochen hast. Auf der anderen Seite auch viele Jungs. Das ist wichtig fürs deutsche Eishockey, dass wir den jungen Spielern auch die Möglichkeit geben zu spielen. Jeffrey, nächstes Spiel 23.12. gegen Herford. Danach geht es nach Halle. Herford, wichtiges Spiel, um vielleicht nochmal ein Wörtchen in den Pre-Playoffs mitzureden. Halle, eine Mannschaft, die uns gar nicht so schlecht liegt, wie wir im Hinspiel gesehen haben, wo wir lange dran geblieben sind. Was denkst du, was können wir da holen? Well, it's going to be key for us in that game to stop their top line. They got their 3 Latvian guys, they get in the top 10 in the league in scoring. If we are able, if we can find a way to stop them, we have a chance to play against them. And then we got to have our A game and continue to do offensively what we did today. Like, you have to do it also against better teams. That's the next step guys got to make. So we're gonna like practice Tuesday, Wednesday, see what we're gonna do with the game plan. We're gonna try to stop the top line and we should have a chance. Ja, er sagt, der Schlüssel ist, die Top-Reihe von Herford einfach zu stoppen und wieder in der Offensive so zu spielen wie heute. Gameplan ist klar, die Top-Reihe zu stoppen und dann einfach mal schauen, wie jetzt die nächsten 2-3 Trainingstage laufen, um dann einfach diesen Plan zu entwickeln und dann auch den Jungs ich sag jetzt einfach mal zu vermitteln und dann ein gutes Spiel zu machen.
ich bedanke mich bei beiden Trainern für die tollen Aussagen und wünsche euch allen noch einen schönen Abend und euch beiden eine gute Heimfahrt und bleibt gesund, dass wir uns bald wiedersehen. Dankeschön. Tschüss.